Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir sind hier mega Probleme lösen, gerade müsste man so sagen wohl. Wir haben aktuell, denke ich mal, eins der größten Probleme ever. Und müssen schauen, wie wir hier agieren. Wir haben mega Kohleproblem. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir das jetzt irgendwie ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Wir haben ein mega Ölproblem, was wir auch noch unter Kontrolle kriegen müssen. Ich hoffe gerade mal, dass die zwei Leitungen, die wir jetzt pausiert haben, ein bisschen mehr in den Rest reinbringen können. Dass wieder ein bisschen mehr in die Ladung reinkommt. Aber ich glaube hier irgendwie, dass hier höherer Abzug ist, wie wir denken. Und hier muss auch langsam noch was geschehen. Sonst wird es alles sehr, sehr eng. Also mal schauen, was unsere Bagger hier zusammenkriegen. Ob wir mit denen vielleicht das notwendige Übel beseitigen können. Immerhin befindet sich ja hier oben ein Ölclaim. Genauso wie eins für Wasser. Was war denn das hier? Das ist nochmal Kohle, kann das sein? Das ist ein riesiges Kohlevorkommen hier drin. Das man abtragen könnte. Aber das ist gerade nicht so wichtig. Hier oben haben wir noch so Kupfer in Massen. Und hier oben befindet sich dann das Gold. Aber um es ehrlich zu sagen, ist es hier alles nicht so wichtig, wenn das alles nicht klappt. So, jetzt ist mir hier schon, dass wir die Leitung legen. So, jetzt haben wir hier ja schon Weizen drin. Das ist alles schon Weizen, Weizen. Dann tun wir das hier zwischenlagern. Tun wir hier ein kleines Weizen-Zwischenlager aufbauen, schnell. Zwei tief sollte reichen. Das sollte reichen. Das würde ich gerne abreißen, das Stück. Das würde ich gerne abreißen. Damit das hier alles relativ gut funktioniert. Oh, das ist alles sehr, sehr eng. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob uns das jetzt ausreichen würde. Oder ausreichen wird. Kohlemäßig hängen wir relativ tief im Problemhaufen. Ich bin froh, wenn wir das hier ein bisschen verbessert haben. Chemiefabrik. Wenigstens funktioniert die Produktion mal gut, also das muss man ja echt sagen. Hier sind wir echt gut im Laufen drin. Also echt richtig gut. Eisen hält sich aktuell. Da habe ich jetzt auch die ganzen Bagger weggenommen. Jetzt arbeiten hier schon mittlerweile 5 Bagger in der Kohlemine. Auch nicht so ganz echt der Plan gewesen, aber was willst du machen, ne? Die Turbinen müssen laufen, damit die Energie jederzeit zur Verfügung steht.
Und hier fließt dann das durch. Nicht so ideal. Der ist schon wieder leer. Wie viel kostet denn das Upgrade? 600, das können wir uns noch nicht leisten. Wir müssen jetzt gucken, ob wir irgendwo was finden. Aber aktuell schaut es so aus, als ob langsam die Lager wieder voller werden. Wenn die voll sind, also das muss man ja auch so sehen, ne? Wenn die Lager hier voll sind, dann füllen sich die noch schneller auf. Also eigentlich ist es jetzt nur ein bisschen Wartezeit vielleicht sogar. Auch wenn die Öltanks jetzt natürlich immer leer werden, das ist problematisch. So oder so. Aber wir haben eine Chance. Wie schaut es mit euch Baggern aus? Kommt ihr gut durch? Ja, es wird schon. Es wird schon. Wir kippen hier langsam das Gebiet auf. Ja, das Lager ist auch schon schön voll. Dann können wir uns mal hier überlegen, wie wir hier fortfahren, um Nahrung herzustellen. Also danach müsste eine Mühle ran. Dann haben wir hier Mehl und Tierfutter. Lebensmittelherstellung brauchen wir nicht in dem Fall. Eine Backanlage brauchen wir dann. Und dafür brauchen wir auch Wasser. Ich liebe es, Wasserprobleme zu haben. Du brauchst auch was? Nee, die braucht nur Weizen. Also das geht eigentlich. Gut. Und dahinter bauen wir dann eine Backanlage. Gehen wir hier ein bisschen Abstand rein. Würde ich sagen. So. Also nicht für was der Eingang hier eigentlich ist, aber wahrscheinlich für ein späteres Rezept, was wir drin machen können. Immerhin haben wir 360 Weizen schon auf Lager. Das ist ja hoffentlich schon mal was. Den restlichen Dampf könnten wir jetzt in Wasser wieder umwandeln. Ich würde mal sagen, wir schießen jetzt auch nicht unwirklich wenig Wasser hier Dampf raus. Und die neuesten Turbinen, die wir dann hier rein theoretisch anschließen könnten, haben wir auch noch nicht. Dann wäre nämlich der Energiebedarf an der Seite auch wieder easier. Anlagensortierer haben wir auch noch nicht. Forschungslabor 3. Biomasse-Sammlung. Kühlturm und hier haben wir die Mische noch. Standort erkundet. Jetzt haben wir wieder hier einen Punkt gefunden, wo ein Frachtschiff handeln können. Aber leider auch nicht das unbedingt, was wir haben wollen. Wir müssen herausfinden, was da draußen ist. Kraftstofftank. Können wir da was vergrößern? Wahrscheinlich in Zukunft dann mal in der Forschung schauen. Das hier ist das, was wir brauchen. Das arbeitet rein mit Dampf. Und macht uns daraus Wasser und Sohle. Energieerzeugung 3, das macht mit einer Niedrigdruckturbine auch Energie. Ich glaube fast gleich viel wie die andere Turbine, kann das sein? Wie viel macht die? 1 Megawatt, also die macht das komplett selber, bloß halt mit dem niedrigeren Dampf. Was natürlich mega geil ist. Elektrolyse. Das ist die Salzproduktion, da sind auch die großen Lager. Dafür brauchen wir schon Forschung 3 oder besser. Und das haben wir noch nicht. Hier wäre aber eine Hühnerfarm. Ja. Alter, Kartoffel macht Tierfutter. Biogasanlage, Schlachtabfälle. Hühnerkarkas, Wasser macht Salz und Fleisch.
Da kommt Plastik, Abwasserfertigung, Abwasser, Sand plus Chlor macht Wasser und Schlamm. Und Schlamm wird zu Brenngas. Drehofen. Sind wir da schon wieder im Kampf? Das gibt's doch gar nicht. Und kriegt er doch auf Daumen Bewohner. Das ist aber nicht eigentlich das Ziel, was ich hatte. Hier ist eine Kohlemine. Also rein theoretisch könnten wir auch anfangen, Kohle zu liefern oder bekommen. Aber ganz ehrlich gesagt, ich habe echt ein Problem gerade mit dem Zustand, in dem wir sind. Das ist nicht lustig, wie das jetzt hier abgeht. Wie schaut es hier aus? Genau, der wartet jetzt eigentlich nur drauf, dass er seinen Weizen reinkriegt. Blöde, die U-Form wird hier lang geschickt. Angeschlossen. Dann kann der schon anfangen. Das hier anzunehmen. Ah, der kriegt jetzt Wasser, okay. Und dann können wir das rein theoretisch hier vorne in ein Lager reinsetzen. So. Und dann gibt es hier fertige Brötchen raus. Wie viel gibt es da jeweils? 12 Stück. Der liefert mir 8 Weizen. Auf 8 Weizen kommen 12 Brötchen. Und dafür brauche ich 8 Weizen jeweils. Das Problem in dem Fall ist wiederum, ich muss das Tierfutter abtransportieren. Das werde ich fürs Erste wahrscheinlich hier hinliefern. Wo läuft ein Tierfutter? Im Tief? Ja, im Tiefen. So. Dann sollte das schon mal funktionieren. Wie viele Sekunden braucht der? 30 und der hier braucht auch 30. Bedeutet, das ist eigentlich perfekt aufeinander abgestimmt. So. Kommt jetzt hier das Zierfutter raus. Hier kommt Brot raus. Eigentlich eine ganz gute Produktion bis jetzt. Und wenn wir jetzt hier auf Kopieren gehen. Sollten wir doch hier am Ende ganz gutes, ertragreiches Zeug rauskriegen, oder? Bloß, dass sonst schon wieder Stufe 2 Material ausgeht. Super. Finde ich schön.
Ah, ihm fehlt gerade Wasser, okay. Ja, alles gerade nicht so einfach, leider. Alles gerade nicht so einfach. Die Dieselproduktion scheint auch gerade ein bisschen zu haken. Jetzt gehen die Tanks wieder langsam voll. Aber es schaut gut aus. Wenn ich so sehe, produzieren wir gerade wieder. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Bagger kommen auch gut drauf. Wie schaut es aus? Haben wir hier noch genug Ablagefläche? Ja, eindeutig noch. Bist du das voll? Obwohl. Ich sollte hier nicht solche großen Sprüche klopfen, dass. Ach, bis die das voll kriegen. Die kriegen das relativ schnell voll, leider. Kleinlaster kann das Ziel leider nicht erreichen. Was? Wo wollten ihr hin? Was hatten die denn jetzt für eine Idee? Aktuell schaut es aber nicht so prickelnd aus, wenn ich mir das hier so anschaue. Wir haben ein richtiges Kohleproblem. Was ist mit der Kohle los? Die scheint nicht mehr so ertragreich zu sein, okay. Nach oben unterwegs oder wo sind die? So, die sollen jetzt mal bitte hier den Bereich sich annehmen. Kümmert euch mal da bitte drum und dann arbeitet ihr euch von oben mal durch. Wir müssen uns halt eh noch überlegen, wie wir weiter fortfahren. Wir die Kohlemine jetzt verlegen oder was oder wie? Die sollen jetzt erstmal hier die Kohle freilegen. Denn nun langsam wird es wieder ein ganz blödes Thema mit der Kohle. Wenn ich mir das so anschaue, dann wird das ein ganz blödes Thema noch. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.